Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute sprechen wir mit Jörg Benner, Geschäftsführer des Deutschen Frisbeesportsverband, über Disc Golf und nicht Frisbee Golf, wie mir der Jörg gerade noch erklärt hat. Hallo. Ich grüße dich, hallo. So, und damit hätte ich auch gleich die erste Frage. Warum Disc und nicht Frisbee Golf? Na ja, gut, Disc Golf ist der internationale Begriff. Disc eben als Bezeichnung für Frisbee-Scheiben. Und der Begriff Frisbee stammt eben von einem Unternehmen, was ursprünglich diesen Namen sich hatte patentieren lassen, nämlich das Unternehmen Wemo, hat dann verschiedene Übernahmen und verschiedene Besitzunternehmen wieder gehabt. Aber daher ist es eben so, dass auf Frisbee-Scheiben selber andere Unternehmen niemals den Namen Frisbee draufdrucken dürfen. Allerdings ist im Deutschen hier keine Not vorhanden, denn das Wort Frisbee steht im Duden und daher ist es markenrechtlich nicht schützbar in diesem Sinne. Wir dürfen also auch Frisbee-Golf sagen, aber üblicher ist es, Disc-Golf zu sagen. Okay, also ja, eher ein Markenproblem. Richtig, die Geschichte des Frisbee-Sports ist voller Anekdoten. Offensichtlich, weil wenn ich das ja bei Eltern oder Bekannten oder so ins Spiel bringe, dann ist die Diskussion eher in Richtung Discos bei Olympia als in Richtung, ja, wirkliches Discgolf. Genau, die Technik ist eine ganz andere und die Sportgeräte sind auch sehr viel anders. Denn Frisbee-Scheiben, Discgolf-Scheiben auch bestehen eben hauptsächlich aus Plastik, aus Kunststoffen, wobei es auch hier Alternativen gibt, insbesondere made in Germany, Plastik aus Rapsöl, also ohne einen Tropfen Erdöl sogar. Okay, darüber, über die Scheiben reden wir nachher nochmal. Frisbee-Disc und Golf. Wie habe ich mir das vorzustellen? Denn ich glaube zumindest, dass so ein Frisbee nicht in das Loch vom Golf passt, oder? Das ist richtig. Da müssen wir die Löcher schon etwas aufbohren. Gab ja neulich mal irgendwelche Werbung, wo riesige Löcher im Boden waren, damit auch die Kugel auf jeden Fall reinrollt. Nein, bei uns fliegen ja die Scheiben und das Ziel einer Bahn ist es, am Ende der Bahn in einen Korb zu putten. Da gibt es also Discgolf-Körbe, die sehen alle relativ ähnlich aus, sind so ungefähr 1,50 Meter hoch und haben in der Mitte einer Stange einen Korb und über dem Korb hängt dann nochmal herunter so ein Kettenkonstrukt und die Scheibe wird dann eben durch die Ketten aufgefangen. Das macht einen ganz charakteristischen Sound, das klingelt sozusagen. Mit diesem Kasching hören wir dann, dass die Scheibe auch sicher in den Ketten und damit im Korb gelandet ist. Also verwenden wir auch nicht nur eine Scheibe, sondern so wie beim Ballgolfen eben unterschiedliche Schläger benutzt werden, so wird beim Discgolf eine Vielzahl unterschiedlicher Scheiben genutzt. Wir unterscheiden hier im Prinzip zum Abwerfen die Weitwurfscheiben, also Long Distance Driver oder Fairway Driver. Dann gibt es die Annäherungsscheiben, also Midranges oder Approach Discs und zuletzt sogenannte Putter. Und eine Putter Disc hat dabei eben auch den höheren Rand, ist also, obwohl sie etwas kleiner ist als die herkömmlichen Frisbee-Scheiben, die wir kennen, hat sie aber doch am ehesten das Flugverhalten, was wir von der klassischen Frisbee-Scheibe her kennen und kann damit über kurze Distanzen, also wenn wir uns vor dem Korb befinden, irgendwie 5 bis 10 oder auch 20 Meter entfernt, wird dann die Scheibe möglichst geradlinig ohne eine Kurve hineingepattet. Also ist es im Prinzip tatsächlich
Ja, Golf mit Frisbee. Genau, es gibt ja eine Vielzahl von Golfsportarten, vom allseits bekannten Minigolf über Fußballgolf und was es nicht alles für Golfsportvarianten gibt. Und richtig, Disc Golf wird eben auch nach den klassischen Golfregeln gespielt. Das heißt, die Teilnehmenden starten in einem Flight, spielen also in einer Gruppe zusammen. Nacheinander wirft jede Person ab. Da ist dann eine festgelegte Abwurflinie oder ein sogenanntes Tee-Pad, also zum Abwurf, dem Tee-Off, eben eine Linie, die vor dem Abwurf nicht überschritten werden darf. Und dann spielt jeweils diejenige Person, deren Scheibe am weitesten weg vom Korb liegt, weiter. Und dazu nehmen wir dann so kleine Marker-Discs, die wir vor die hingeworfene Scheibe legen. Also wir legen erst einen Marker-Disc in Richtung des Korbes vor die Scheibe. Dann nehmen wir unsere Scheibe auf und überlegen, mit was für einer Scheibe spielen wir jetzt den zweiten Wurf in Richtung Korb. Okay, also fast tatsächlich wie Golf, nur mit dem Unterschied, dass ihr keine münzgroßen Scheiben da hinlegt, sondern eher so, ja, Bierdeckelgroße, oder? Richtig, diese Marker-Discs sind so Handteller groß ungefähr und ja, am Ende gewinnen eben diejenigen Personen mit den wenigsten Würfen. Und wir nennen das auch genauso. Viele Bahnen sind eben Par 3, also mit der sozusagen vorgesehenen Wurfzahl von 3 Würfen zu erreichen, mit einem Abwurf, einer Annäherung und dem Putt. Und wenn ich das dann mit 2 Würfen schaffe, habe ich ein Birdie erzielt. Und wenn ich 4 Würfe brauche, habe ich ein Bogey. Okay, Eagle und so ist halt auch üblich, oder? Richtig, Eagle wäre dann 2 Würfe unter dem Paar und dann haben wir als 2 Würfe über dem Paar ein Double Bogey, Triple Bogey und so weiter. Ja, und am Ende versuchen eben die Besten möglichst Minuswerte zu erzielen, um mit weniger Würfen als vorgesehen durch einen Parcours zu kommen. Diese Parcours haben idealerweise 18 Bahnen. Es gibt eben verschiedene Parcours in Deutschland, also an die 100 inzwischen. Die haben dann vielleicht auch nur 9 Bahnen oder 12 oder 15 Bahnen. Aber irgendwie hat sich so eingebürgert, dass es meistens eine Zahl durch 3 teilbar ist. Und manchmal kann man dann eben auch für ein Turnierchen noch mit mobilen Körben aufstocken, sodass wir dann trotzdem auf 18 Bahnen eine Runde spielen können. Also alles auch wie beim richtigen Golf. Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Begrifflichkeiten übrigens mit einem Frisbee mehr Sinn machen als mit einem Golfball. Ein Birdie, ja, der fliegt so schön auch, ja. Ja, du sagtest gerade eben, es gibt auch verschiedene Scheiben. Beim Golf gibt es ja auch verschiedene Schläger. Das sind so, ja, Pi mal Daumen immer ungefähr 10. Hast du auch dann 10 Scheiben, die du mit dir rumschleppst? Ich will mal ehrlich sein, die meisten von denjenigen, die also regelmäßig Turniere spielen oder auch höherklassige oder sogar internationale Turniere spielen, schleppen mehr als 10 Scheiben mit sich rum. Da gibt es also Discgolf-Taschen verschiedener Größenordnungen. Meistens haben die eben einen Eingriff, sodass ich dann nebeneinander gestapelt die Scheiben greifen kann. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Unterscheidung dieser verschiedenen Scheiben. Je weiter eine Scheibe fliegen soll, also je mehr sie als Weitwurfscheibe deklariert ist oder eben als Driver, desto schmaler ist das Profil. Also wenn ich die Scheibe im Profil ansehe, ist sie sehr, sehr dünn. Und der Rand ist eben auch ganz flach, sodass die Scheibe mit einer hohen Geschwindigkeit weite Distanzen überwinden kann. Und entsprechend die Midrange-Scheibe hat einen etwas höheren Rand. Und wie ich eingangs schon sagte, der Putter hat dann den deutlich noch höheren Rand. Insofern erkennen wir immer schon am Profil. Und wenn die Scheiben dann so nebeneinander in der Tasche stecken, sehe ich ja immer auch schon das Profil. Beziehungsweise habe ich eben meistens auch meine bevorzugten Scheiben für verschiedene Wurfvarianten. Und das Schöne ist eben, dass ich die dann in verschiedenen Bögen werfen kann. Dafür gibt es dann auch eine eigene Nomenklatur.
Also Außenbögen werden eben Anheiser genannt und Innenbögen werden Heiser genannt. Und das kann ich dann als Rückhand oder auch als Vorhand werfen, also um Hindernisse herum oder indem ich versuche, sogar eine Art S-Kurve des Scheibenflugs zu erreichen. Damit gewinne ich meistens die größte Distanz. Okay, für mich als im Park am Strand spielender Frisbee-Spieler und semi-begabter Golfspieler hört sich das ein bisschen kompliziert an. Ist das so oder eher nicht? Was heißt kompliziert? Also technisch. Ich meine, erstmal überwiegt die Freude. Ne? Ja. Also es ist ja grundsätzlich nicht so schwierig, eine Frisbee-Scheibe zu werfen. Ich brauche einen festen Griff und ein lockeres Handgelenk. Das sind so die zwei Bestandteile. Der Wurf wird einerseits eben durch das Loslassen des Handgelenks und das Drehen, ein kleines Drehen des Handgelenks bestimmt, auf der anderen Seite aber eben durch den Armzug. Und im Disc Golf, wenn ich weite Würfe generieren möchte, muss ich den Arm im Prinzip möglichst locker lassen, natürlich schon in einer gewissen Winkelposition durchschwingen, aber genau der Begriff des Durchschwingens ist ja im Golf auch wesentlich. Da haben wir ja auch, wenn wir mit dem Schläger auf den Ball hauen, diesen Durchschwung, dass nachher der Golfschläger hinter meinem Rücken stoppt. Und so versuche ich eben auch mit dem ganzen Körper diese Rotation zu erzeugen. Wobei interessanterweise der Durchzug der Scheibe, also den Weg, den die Scheibe an meiner Hand beschreibt, bevor ich sie loslasse, dieser Zug ist möglichst geradlinig und trotzdem begibt sich der Körper in eine Rotation. Also insofern ist es schon eine ganz gute Übungssache, um da richtig gut drin zu werden. Und es ist auch nochmal ein ganz anderes Frisbee-Werfen als mit den eben üblicherweise im Schulsport oder auch im Park bekannten größeren Scheiben, die meist für Ultimate Frisbee genutzt werden oder auch für Freestyle Frisbee. Ja, über Ultimate Frisbee werden wir demnächst nochmal mehr berichten. Bevor wir dazu kommen, wie und wo ihr Disc Golf spielen könnt, machen wir eine kleine Pause. Bis gleich. Kennst du schon? Starting Grid. Der Podcast rund um die Formel 1 wird dir präsentiert von den Quiet Comfort Earbuds von Bose. Mit Interviews. They have everything on paper required to win the world championship. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Jetzt mit der weltweit effektivsten Geräuschunterdrückung. Den Quiet Comfort Earbuds von Bose. Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Hochwertiges Audio, das Sie so von Bose erwarten würden. Hi, ich bin Yannick vom Podcast Die Beste aller Zweiten. Vielleicht erinnerst du dich noch an die WhatsApp-Werbekampagne, die hier vor kurzem bei uns lief. Dabei ging es um das Thema Privatsphäre und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese garantiert, dass deine Nachricht nur von dem gelesen werden kann, für den sie bestimmt ist. Nicht einmal WhatsApp kennt den Inhalt. Jetzt hat WhatsApp ein neues Feature integriert, das dir noch mehr Möglichkeiten bietet, um deine Privatsphäre zu schützen. Die Einmalansicht. Ab sofort hast du die Möglichkeit, Fotos und Videos zu versenden, die man nur einmal anschauen kann. Sobald man das Foto oder das Video angesehen hat und der Chat geschlossen wird, kann weder der Absender noch der Empfänger dieses erneut ansehen. WhatsApp ist die Privatsphäre seiner NutzerInnen sehr wichtig, damit du ohne Bedenken und frei heraus kommunizieren kannst. Die Einmalansicht von WhatsApp, ein weiteres cooles Feature zum Schutze deiner Privatsphäre. Probier es doch gleich mal aus. Hallo, da sind wir wieder mit Jörg Benner, Geschäftsführer des Deutschen Frisbee-Sportsverbandes und reden über Disc Golf. Nun hast du ja vorhin gesagt, dass da mehr Scheiben oder Discs in so einer Tasche sind als die 10 Golfschläger beim Golf. Gibt es da ja irgendeine Philosophie, wie ich mir die Scheiben in der Tasche zusammenstelle oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, wie kannst du dir das vorstellen? Also fangen wir mal beim Putter an. Ja, die haben halt so, sag mal, rund 20 Zentimeter Durchmesser und sind so ein bisschen höher. Üblicherweise haben wir einfach zum Üben ein paar Putter in der Tasche, aber auf der Runde habe ich eigentlich meinen Lieblingsputter, mit dem ich dann am Ende jeder Bahn putte. Das ist ja dann auch so ein klassisch psychologisches Momentum, dass ich mich wohlfühle und weiß, je nach Distanz, jetzt kann ich den Korb treffen und dann muss ich einmal kurz durchatmen, eine gewisse Routine durchgehen und den Putt durchführen. Aber es gibt eben für die ganzen Mitteldistanz- und Weitdistanzscheiben eine ganze Wertesammlung. Also jede Scheibe trägt 4 numerische Werte bei sich. Und diese Werte sind so mit der Zeit standardisiert worden. Der erste Wert steht für die Geschwindigkeit, die die Scheibe sozusagen benötigt, um ihre idealen Eigenschaften zu entfalten. Und diese Geschwindigkeit, die ist beim Putter, der ja nicht sehr schnell geworfen werden muss, bei ungefähr 4. Und dann steigert die sich bis hin zu etwa 14. Ich glaube, 15 ist das Maximum so ungefähr. Also wenn ich eine 14er Scheibe werfen muss, dann muss ich schon wirklich einen gehörigen Durchschwung haben, eine ganz hohe Armzuggeschwindigkeit, damit die Scheibe überhaupt vernünftig ins Fliegen kommt. Der zweite Wert bezeichnet die Gleitfähigkeit, wie schön und wie lange die Scheibe auf ihrem Luftkissen sozusagen durch die Luft getragen wird, wenn sie diese Geschwindigkeit hat, die sie braucht. Und jetzt kommen die Werte 3 und 4. Die bezeichnen den sogenannten Turn, also inwieweit sich die Scheibe als rechtshändiger Rückhandwerfer rotiert die Scheibe ja im Uhrzeigersinn. Also wie weit sich die Scheibe in ihrer Rotationsrichtung aufstellt. Und das letzte ist am Ende der Fade. Fade heißt, wie stark sie am Ende, wenn die Rotation nachlässt, wieder zurückkippt. Beim rechtshändigen Rückhandwurf wäre es jetzt, wie stark sie wieder nach links zurückkippt. Und diese beiden Werte addiert, wenn die ungefähr 0 ergeben, dann weiß ich, okay, wenn ich die Scheibe ideal gerade werfe, waagerecht, dann landet sie auch wirklich in der geraden Linie meines Wurfes. Vielleicht turnt sie -2 nach rechts und fadet dann +2 wieder zurück nach links. Und dann ist sie in der geradlinigen Ausrichtung meines Wurfes. Soweit in der Theorie. Im Endeffekt ist aber halt jeder Wurf unterschiedlich und ich muss erstmal dahin kommen, also meine Würfe so weit zu vereinheitlichen durch Übung, dass ich die Scheibe so gut nutzen kann, dass ich genau weiß, bei welchem Wurf die genau das tut, was ich von ihr möchte. Oder dass ich ihr das sozusagen mitgebe in meinem Wurf. Oder ob ich eben eine andere Scheibe benötige. Und wie gesagt, dann gibt es ja außer dem Rückhandwurf auch noch den Vorhandwurf. Da reagieren die Scheiben auch nochmal wieder anders. Und insofern ist es halt eine große Philosophiefrage, auch von den inzwischen sehr vielen Herstellern. Also wir reden bestimmt schon von rund gut einem Dutzend, also etablierter Scheibenhersteller, die dann teilweise auch Sponsoren von Profis sind, die dann für ihre Marke antreten. Und die haben alle, frag mich nicht, 15, 20, 30, 40 verschiedene Modelle im Programm. Und dann muss ich eben wissen, welches Plastik liegt mir. Die Modelle gibt es dann in verschiedenen Arten von Plastik auch. Also schmeichelt mir das Plastik an der Hand? Komme ich damit gut zurecht vom Griff her? Rutscht mir das sehr stark weg? Ist es vielleicht zu hart? Ist es zu weich? Wird es in der heißen Sonne zu nachgiebig? Oder wird es in der Kälte zu schnell spröde? Also da kann man sehr, sehr viel beachten und berücksichtigen. Naja, und für Anfängerinnen und Anfänger ist halt der Tipp, startet mit 3 Scheiben. Und wenn ihr besser werdet, nehmt nicht zu viele Scheiben auf einmal sozusagen in eure üblichen Abläufe, weil ihr müsst halt jede einzelne Scheibe erstmal kennenlernen
und bedienen lernen. Jede einzelne Scheibe reagiert auf den Wurf anders. Naja, und das erfordert wirklich schon sehr viel Erfahrung, auch mit dieser Vielfalt an Material, die ja dann auch noch durch schöne Motive auf dem Scheibenrücken gespickt sind, damit zurechtzukommen. Auch die Farben sind sehr unterschiedlich. Manche bevorzugen grün, andere gelb oder pink. Dann spielt auch eine Rolle, wenn ich in der Dämmerung spiele, nehme ich dann lieber die gelbe Scheibe als die grüne, weil die grüne finde ich dann nicht mehr. Und so weiter. Also du siehst, da gibt es schon wahnsinnig viel, was man berücksichtigen kann. Und das macht den Sport dann eben auch zu einer Sammelleidenschaft. Gleichzeitig, wie gesagt, nur der Tipp, nicht zu viele Scheiben im Wechsel nutzen. Ich denke mal, im Endeffekt nutze ich, abgesehen von meinem Putter, 4, 5, maximal 6 Scheiben regelmäßig, weil ich weiß, wie die aus meiner Hand herausgehen. Ich weiß, dass die das tun, was ich, also meistens das tun, was ich von ihnen möchte, beziehungsweise, dass ich die so werfen kann, wie ich sie werfen möchte. Und das ist ja immer auch wichtig, dass ich mich sozusagen auf mein Material verlassen kann. Ja, klar. Wie viel hast du denn dann jetzt wirklich? Du sagtest, du benutzt 6 regelmäßig und hast eigentlich? Also in meiner Tasche, wie gesagt, mit ein paar Puttern zum Üben, die trage ich dann halt auch mit mir rum. Ich denke mal, ich habe so 15 bis 18 Scheiben in der Tasche und wahrscheinlich habe ich noch mal so viele im Keller liegen, wo ich dann gelegentlich auch welche austausche. Aber natürlich werden uns bei Events oder auch über Werbungen immer wieder auch neue Scheiben vorgeschlagen und die sehen ja auch alle so toll aus. Und natürlich kaufe ich dann immer auch mal eine oder die andere neu dazu. Ja, aber es ist schon schön, die eigenen Scheiben zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Und darauf sollte ich eigentlich mein Spiel aufbauen. Du hattest ja gerade schon mal den Einfluss der äußeren Bedingungen auf das Spiel, die Discs erwähnt. Und beim richtigen Golf ist ja auch so, dass nicht bei jedem Wetter gespielt wird. Wie ist das denn beim Disc Golf? Naja, also dem Regen müssen wir schon standhalten können. Wenn ein Turnier angesetzt ist, über 2 Tage, jeweils 2 Runden zu spielen, dann wird das eben auch durchgezogen, es sei denn, es ist vielleicht ein dauerhafter Starkregen. Und auch der Wind, gut, ich kenne mich jetzt mit den Beaufort-Stärken nicht so gut aus, aber eine gewisse steife Brise ist da schon möglich, denn wir müssen den Wind dann eben in unserem Winkelspiel auch berücksichtigen können und wissen, inwieweit habe ich Rückenwind, habe ich Seitenwind oder Gegenwind. Da muss ich dann auch wieder die Wahl meiner Scheibe ändern. Also mit Rückenwind könnte ich gegebenenfalls eine leichtere Scheibe weiterfliegen lassen, aber gegen den Gegenwind müsste ich dann vielleicht eher eine schwerere Scheibe nutzen, die sich ihren Weg dann trotzdem dadurch bahnt. Und ja, das sind schon alles Widrigkeiten, mit denen dann eben auch alle zurechtkommen müssen. Es sind ja immer die gleichen Bedingungen für alle. Nun gibt es ja Disc Golf nicht erst seit gestern und wie ich bei der Recherche ja herausgefunden habe, steigt ja auch die Popularität. Neben den knapp 100 Kursen in Deutschland, wie sieht denn so ja die Zukunft von Disc Golf in Deutschland aus? Also grundsätzlich denke ich, dass Disc Golf wirklich eine rosige Zukunft vor sich hat. Denn es bietet alle Möglichkeiten vom breiten Sport und wirklich einem Sport für alle. Es gibt sogar jetzt eine Bestrebung, dass beispielsweise auch ein barrierefreier Parcours mal geplant werden soll, dass wir also auch für RollstuhlfahrerInnen Disc Golf erlebbar machen, die ja sonst schwer durchs gesamte Gelände fahren könnten. Und es können eben auch die Großeltern mit ihren Enkeln zusammenspielen. Wir können mit Freunden und Bekannten auch
gerne mal mit Arbeitskolleginnen spielen, aber wir können das Ganze eben auch höherklassig im sozusagen Freizeitbereich auf Kleinturnieren bis hin zum hoch- und höchstklassigen Bereich, also bis hin zu Weltmeisterschaften oder deutschen Meisterschaften spielen. Und der Bedarf an Turnieren wächst also gewaltig. Die Discgolf-Abteilung im Deutschen Frisbeesportverband hat hier alle Hände voll zu tun und entwickelt entsprechende Konzepte für die Zukunft, mehr Turnierserien zu starten, die dann eben auch regional beginnen, gerade auch für die Einsteigenden, dass die kurze Wege haben und ihre ersten Turniere vielleicht auf irgendwelchen regionalen Touren starten und dann eben bis hin zu den größeren Touren, also sogenannter German Tour und verschiedener Leistungskategorien, die dann mit den entsprechenden Ergebnissen dafür qualifizieren, auch bei der deutschen Meisterschaft anzutreten. Und im Endeffekt gibt es dann eben auch internationale Meisterschaften, wo ein Nationalteam gebildet wird für Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, die dann dort mitspielen. Du erwähntest ja gerade schon Welt- und Europameisterschaften, Welttour und so weiter. Habt ihr auch olympische Ambitionen? Denn Golf ist ja jetzt olympisch. Ja gut, Golf war ja jetzt auch bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen Tokio 2020, die im Jahr 2021 stattfanden, im Fernsehen auch gut vertreten. Ist ja auch sehr, sehr spannend, finde ich, zu beobachten. Das mit den olympischen Ambitionen, das ist auch so ein gewisser Running Gag der Geschichte. Also seit Entwicklung der Frisbee-Scheiben in den 50er und 60er Jahren gab es immer schon Witze beziehungsweise mehr oder weniger ernst gemeinte Ambitionen, olympisch werden zu wollen. In der Tat ist der Weltflugscheibenverband, also World Flying Disc Federation, WFDF, auf jeden Fall auch dafür, dass Frisbeesportdisziplinen olympisch werden könnten. Nun muss man dazu wissen, Disc Golf wird auch noch durch eine Professional Disc Golf Association vertreten, die PDGA. Aber wir haben ja jetzt am Golfsport gesehen, dass auch der Begriff Professional kein Ausschlusskriterium für olympische Spiele mehr ist. Insofern, ich bin da etwas skeptisch, ob wirklich die Olympischen Spiele das Maß aller Dinge sind im Hinblick auf die Organisation rings um Olympische Spiele und zahlreiche kritische Dinge, die da im Umfeld passieren. Aber natürlich wünschen wir uns eine große Bühne. Und gerade in diesem Jahr ist da auch was Entscheidendes passiert. Es gibt ja in den USA die meisten Profis und eben als Herkunftsland des Sportes auch die, berühmtesten Turnierserien. Die haben eben auch fleißig gespielt auf hohem Niveau. Das lässt sich teilweise auch auf verschiedenen YouTube-Kanälen sehr schön ansehen in Zusammenfassungen, wo wir dann eben nur die Würfe sehen und nicht die Wartezeiten haben dazwischen. Und dort gab es bei der Weltmeisterschaft ein ganz unglaublich spannendes Finale. Ich will es vielleicht gar nicht ganz spoilern, aber es gab eben einen wirklich unfassbaren Wurf in den Korb, der zur Entscheidung beigetragen hat in diesem, also auf der Finalrunde der Männer in der Weltmeisterschaft. Und dann ist bei ESPN, dem amerikanischen TV-Netzwerk, dieser Wurf, der also auch unglaubliche Euphorie ausgelöst hat bei den Zuschauenden, da gab es also richtig Tribünen, die gefüllt waren und der Jubel und der Applaus war riesig. Und dieser Wurf ist auf 1 geklettert bei den Top 10 sozusagen Sports Clips der Woche. Und wenige Tage später war dann ein Vertragsentwurf, der zwischen der PDGA und ESPN schon mal angedacht wurde der aus der Schublade geholt und
aufgrund dieser Resonanz eines einzelnen Wurfes kam es dann zum Abschluss, dass also tatsächlich die Berichterstattung eines Discgolf-Turnieres zur besten Sendezeit bei ESPN 2 vertraglich vereinbart wurde. Und das war natürlich sensationell. Es gibt bei ESPN auch schon länger Berichterstattungen vom Ultimate Frisbee, verschiedene Top-Turniere aus den USA. Also der Frisbee-Sport ist da allgemein sehr viel präsenter in den Medien. Aber da hat jetzt auch Disc Golf wirklich in seiner Top-Ausrichtung den Weg ins Fernsehen gefunden. Und das ist natürlich schon auch ein Argument für die Leute, die an den entscheidenden Positionen sitzen, festzustellen, der Sport gewinnt mehr und mehr an Popularität. Er hat eben alles von der Faszination des Spitzensports, um das nochmal zu erwähnen, da gibt es eben diese Top-Spielerinnen und Spieler, also auch Frauen, die über 100 Meter werfen, ja, und es gibt da Männer, die können an die 150, 160 Meter weit werfen. Und es ist halt einfach schon Wahnsinn, das zu sehen, wie eine solche Power auch noch gepaart ist mit Präzision. Wenn wir beispielsweise eine Bahn haben, die nicht nur, was weiß ich, von irgendwelchen Bäumen bestanden ist, sondern wo es dann auch noch sogenannte OB-Linien gibt, dass eine Scheibe möglicherweise, nachdem sie auf dem Boden landet, noch über die Linie ins Ausrollen könnte und schon habe ich einen Strafwurf kassiert. Also das ist schon Wahnsinn, diese Präzision, und gleichzeitig bietet der Sport eben auch alles für eine sehr hohe Nutzung in der Breite. Und da, diese beiden Faktoren zusammengenommen, denke ich, ergeben durchaus sehr hohe Wachstumspotenziale. Und hinzu kommt, dass während der Corona-Zeit eben jetzt auch nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland sehr, sehr viele, die sonst den Teamsport Ultimate Frisbee betreiben, auch zu den Discgolf-Scheiben gegriffen haben. Und, ja, denn das war erlaubt. Genau, und die eine oder der andere haben da aufgrund ihrer grundsätzlichen Wurffähigkeit und ihres Touches vom Wurfgefühl her, also schon auch sehr gute Ergebnisse erzielt, und insofern verbreitert sich hier die Basis kontinuierlich, und das finde ich auch sehr schön, wenn Spielerinnen und Spieler verschiedene Frisbee-Sport-Disziplinen ausüben, denn auch dafür sind wir ja der Deutsche Frisbee-Sportverband, um eben alle möglichen Disziplinen mit Frisbee-Scheiben zu promoten und dabei eben auch unsere Fair-Play-Haltung weiter zu verbreiten. Die wird ja im Frisbee-Sport unter dem auch im Ballgolf bekannten Spirit of the Game verhandelt. Und dieser Spirit of the Game besagt eben, ja, wir kommen auch ohne externe Schiedsrichtende klar, sowohl im Discgolf, wo wir ja im eigenen Flight auch Flight-Entscheidungen treffen müssen, liegt die Scheibe jetzt im Aus oder kratzt sie noch die Innenlinie, ist sie noch im Innen, oder auch habe ich übertreten, also solche Dinge muss ja der Flight gemeinsam entscheiden, und da ist eben so eine gewisse Eigenverantwortung und Regelkenntnis nötig, auch eine respektvolle Kommunikationshaltung, und zudem kommt ja im Golf auch noch die Etikette dazu, dass wir eben auf jeden Fall Rücksicht nehmen auf andere Menschen, auf die Natur. Ja, und das Ganze gibt's eben auch im Ultimate Frisbee, wo das Ganze über die Team-Sportart noch eine viel höhere Dynamik gewinnt. Und da sind ja auch noch viel mehr Kinder und Jugendliche involviert. Das wird ja sehr stark auch an Schulen gespielt, was im Discgolf erst vereinzelt auch der Fall ist. Naja, und insofern ist der Spirit of the Game eben auch ein gewisses Pfund, was wir hier mit auf die Waage bringen, zu sagen, wir haben was zu bieten, sowohl sportlich, aber eben auch im Hinblick auf den Umgang miteinander. Ich könnte dir echt noch stundenlang über Disc Golf zuhören, aber wir müssen jetzt so langsam zu einem Ende kommen. Deswegen habe ich noch so anderthalb Fragen an dich. Zum einen, wenn ich Disc Golf spielen möchte, wie komme ich dazu oder hin? Und zum anderen,
Hast du noch irgendetwas unseren Zuhörern zu sagen? Also ich könnte noch stundenlang über diese reden. Ja, ich weiß. Aber nein, grundsätzlich gibt es eine zentrale Seite www.discgolf.de. Dort ist eben auch eine Übersicht der bestehenden Parcours zu finden. Und meist hat jeder eigene Parcours dann eben auch einen eigenen Link, wo wir uns schon mal schlau machen können mit einer Übersichtskarte. Wie sind denn die Bahnen vom Abwurf zum Korb hin, dass ich schon mal ungefähr weiß, wo ich lang gehen muss, oder ich druck mir da so eine Übersichtskarte aus, damit ich eine gewisse Orientierung habe, wo die einzelnen Bahnen sind. Meistens sind diese Bahnen aber auch durch Schilder sozusagen prominent markiert, dass wir sehen, aha, hier ist der Abwurf und da steht drauf, das ist eine Par-3-Bahn, 75 Meter, leichter Linksbogen um den Busch herum, da steht der Korb. Okay, da sollte ich jetzt mit 3 Würfen hinkommen. Also discgolf.de ist die Informationsseite und es gibt natürlich Schwerpunkte rings um Braunschweig. Da wird jedes Jahr auch ein so eine Art Marathon-Turnier gespielt. Vom frühesten Morgengrauen bis spät in die Nacht hinein gibt es alleine 12 Parcours in einem Umkreis von 30 Kilometern rings um Braunschweig, wo man also Tag und Nacht Disc Golf spielen kann. Also besser ist es tagsüber natürlich, wenn wir auch sehen, wohin wir werfen. Es gibt sehr viel Disc Golf Parcours im Münsterland, einige jetzt auch im Rheinland. Es gibt zum Beispiel ein sehr schöner Vereinsname, auch die Scheibensucher in Rüsselsheim. Auch die haben dort 2 Parcours. Wir haben auch in Ostdeutschland mehrere Parcours neu, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen, Finsterwalde zum Beispiel. Und in Hamburg, also auch in München, in Baden-Württemberg, auf der Schwäbischen Alb, in Freiburg, da wurde jetzt die Deutsche Meisterschaft gespielt. Also es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten, Disc Golf zu spielen. Und letzten Endes können wir auch ohne Körbe eigene Ziele definieren. Wenn wir zusammenstehen und haben vielleicht jetzt beide als Anfängerinnen ein Einsteiger-Set gekauft, dann haben wir jetzt 3 Scheiben, eine Weitwurfscheibe, eine Midrange und einen Putter. Und dann überlegen wir uns einfach, okay, hier bei dieser Rasenkante ist jetzt der Abwurf und dann wollen wir bis zu diesem Baum spielen oder bis zu irgendeinem Schild oder irgendeiner Bronzeplastik, die im Park steht. Und wer diese berührt, hat die Bahn abgeschlossen. Also da kann man auch mit viel Fantasie sich seine eigenen Bahnen definieren. Oder man hat einen mobilen Korb und nimmt den mit und stellt den immer woanders auf, um dort hineinzuwerfen. Also das ist ja ein Zielwurfspiel. Wie gesagt, das sehr viel Fantasie auch ermöglicht. Und natürlich ist es schön, auf bestehenden Bahnen zu werfen, aber es ist kein Muss. Also wir können tatsächlich auch im Training uns gewisse Distanzen setzen mit Hütchen oder Pflöcken und überlegen, okay, schaffe ich die 50 Meter, schaffe ich die 60 Meter? Wie genau komme ich an die Marke heran? Kann ich meine Präzision über gewisse Distanzen steigern? In welchen Wurfvarianten spiele ich rechts herum, spiele ich links herum, spiele ich durch die Mitte? Also das ist schon ein Sport, der sich auch sein Leben lang üben lässt. Und man könnte fast sagen, the sky is the limit. Ja, wie ihr gehört habt, gibt es verschiedene Wege, in Disc Golf einzusteigen. Den Link zu discgolf.de und zu dem Top-Wurf auf ESPN gibt es in den Shownotes. Wie gesagt, Jörg, es war mir ein echtes Vergnügen, mit dir zusammen über Disc Golf zu reden. Ich besorge mir jetzt mal die 3 Scheiben und werde was üben und vielleicht sehen wir uns hier irgendwann mal auf einem Fairway oder so. Richtig. Wir zwei reden auf jeden Fall nochmal zusammen über das Thema Ultimate Frisbee demnächst. Bis dann. Tschüss. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Patrick. Bis dahin. Tschüss.
Der SID Newsblog auf meinsportpodcast.de. Kein kompletter Austausch der Power Unit, dennoch eine empfindliche Strafe. Formel 1 Rekordweltmeister Lewis Hamilton kann den großen Preis der Türkei bestenfalls von Startplatz 11 angehen. Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot nutzt einen neuen Verbrennungsmotor. Weil es der vierte des Jahres ist, wird er automatisch um 10 Plätze zurückversetzt. Maren Lundby hat ihren Verzicht auf die Olympiasaison verkündet. Die beste Skispringerin der Welt will damit ein Zeichen gegen den Gewichtswahn in ihrem Sport setzen. Sie will aufmerksam machen auf die unverantwortliche Fremdbestimmung über den Körper von Skispringerinnen und für die Gesundheit junger Sportlerinnen. Die deutschen Kunstturner reisen ohne Lukas Dauser zu den Weltmeisterschaften nach Japan. Der Olympiazweite am Barren verzichtet ebenso auf einen Start bei den Welttitelkämpfen wie REC-Vize-Europameister Andreas Tober. Niklas Füllkrug schließt einen Wechsel nicht aus. Die Rolle als Ersatzspieler nagt am Angreifer des Bundesliga-Absteigers Werder Bremen. Sollte er bis zum Ende der Hinrunde nicht genügend Spielzeit erhalten, müsse er sich über einen Abschied Gedanken machen. Das waren die aktuellen Sportnews im SID Newsblog. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Für Genießerfrühstück und schnelles Dinner. Bei Aldi findest du genau das Richtige für jeden Moment. Rio Doro Apfeldirektsaft Naturtrüb, 1 Liter für nur 99 Cent. Oder Cucina Pesto, verschiedene Sorten, das 190 Gramm Glas für nur 89 Cent. Mehr exklusive Eigenmarken zum Original-Aldi-Preis. Jetzt bei deinem Aldi. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Füchsle-Talk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.